Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute soll es mal um meine Störungen gehen, die ich habe. Warum ich mir eigentlich erst gedacht habe, dieser QRM-Eliminator würde vielleicht bei mir helfen. Ja gut, der Chris schreibt, man müsste erstmal wissen, woher die Störungen sind. Also ich habe das ja erstmal gar nicht als Störung empfunden, sondern ich habe gedacht, so wie das früher war, wenn man viel Müll hat, empfängt man auch viel, dann ist die Antenne gut. Ja, und so war es eigentlich auch im Prinzip. Ich habe hier Müll mit S6, S7, auch hier mit Zimmerantenne S7. Da habe ich gedacht, ja gut, dann ist das ja schon mal nicht schlecht. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich viele Stationen gar nicht empfange, die die anderen empfangen. Bis dann meine Bekannten mal sagten, ja, immer, ich habe hier nur S1 Müll, ne? Das sind dann bei dir Störungen, die du hast. Ja, und so ist das eigentlich gekommen. Ja, und dann habe ich mal nach den Störungen gesucht, ob es da nicht irgendwelche Filter gibt, die man dazwischen schalten kann. Genauso wie früher, wenn du Fernsehstörungen machst, gab es da so einen TVI-Filter. Das war so ein schwarzes Kästchen in der Größe mit 2 PS-Buchsen. Und den konnte man dazwischen packen, also zwischen Gerät und Antenne. Und der hat dann dafür dann verhindert, dass man Fernsehstörungen machte, also diese TVI-Störungen. Ja, jedenfalls habe ich dann danach gegoogelt und fand dann diesen QRM Eliminator. Ja, so ist das gekommen. Den habe ich dann auch bei YouTube eingegeben und da habe ich dann jede Menge Videos gefunden, ne? Wo auch einer vorgaukelt, der gleiche wie ich Müll mit S9 oder S7 hat und den dann runterregelt. Ja, im Prinzip nichts anderes wie bei mir. Also, woher soll ich wissen, was ich für Störungen habe? Ich habe schon versucht, hier mein Handfunksprechgerät, das hat ja auch einen S-Meter hier, wenn ich das anmache, ich halte es mal in die Kamera, dann siehst du jetzt schon S9 und die 30 drüber schlagen auch aus. So, damit brauche ich gar nicht durch die Wohnung zu laufen. Deswegen habe ich dann die Antenne abgedreht. So. Antenne abgedreht, kein Müll mehr. So, und hab dann dieses kleine Drähtchen als Antenne reingemacht. Ja, und jetzt habe ich wenig Müll. So, und damit bin ich durch die ganze Wohnung gelaufen und habe extra überall an elektrischen Geräten angehalten und geguckt, ob vielleicht die Störungen daher kommen. Aber im Prinzip kamen gar keine Störungen irgendwie von den Geräten. Ja, und überall, wo ich an Steckdosen gekommen bin, da hatte ich direkt Rauschen, starkes Rauschen und auch einen Ausschlag. Und da habe ich gedacht, ja, okay, dann kommen wahrscheinlich die Störungen von vom Strom irgendwo her. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls in der ganzen Wohnung bin ich da nicht fündig geworden. Klar, man kann das auch noch anders machen, indem man die Wohnung stromlos macht. Am besten, ich habe ja hier von den Motorrädern die Batterien, das Mobilgerät an die Autobatterie bzw. an die Motorradbatterie macht und dann klack alle Sicherungen raus. Somit wäre die Wohnung ja stromlos und ich könnte gucken, ob das immer noch ist. Sollte es immer noch sein, liegt es nicht hier an uns. Sind die Störungen weg? Ist auf jeden Fall schon mal eine Störquelle hier in der Wohnung. Ja, aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Das könnte ich auch erst bald irgendwann nächstes Jahr machen. Wenn ich dann mal alleine bin und auch keinen störe. Ne? Sonst kriege ich Störungen. Meine Frau sagt mir was anderes, wenn die Fernsehen guckt oder was weiß ich was und ich dann ja. Den Strom einfach abschalte. Und mein Sohn genauso, wenn der gerade am Zocken ist oder was weiß ich. Nee, muss nicht sein. Naja, aber ich verspreche mir einfach mal, dass hier von uns keine Störungen kommen. Dass wenn irgendwo die Störungen von außerhalb sind, Nachbarwohnung, Nachbarhaus. Ich hatte ja auch schon oben die Solaranlage im Verdacht gehabt. Allerdings habe ich da auch schon ein Video gesehen. Die machen Störungen, ich glaube, bei 14 Megahertz, irgendwie sowas meine ich. Und die hören sich auch anders an. Ich bin mit meinem
Handscanner mal auf die Frequenz gegangen und da habe ich eigentlich so ein Geräusch nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Solaranlage oben auf den Dächern bzw. keine Störung machen. Und ich habe die Störung ja hier dauerhaft. Ne? Egal, ob morgens, früh, mittags, abends, nachts. Von daher, ja. Woher soll ich sonst wissen, wie ich eine Störung, oder was ich für eine Störung habe, um die dann gezielt zu suchen? Naja, das müsst ihr mich auch verstehen. Ich habe eben, wie gesagt, dieses Video gesehen. Das habe ich ja auch eingeblendet. Da war es ja im Prinzip genauso. Müll mit S9. Er hat den Knopf gedrückt, zuck, runter. So gut wie gar kein Müll mehr. Und dann, ja, das habe ich auch bei verschiedenen anderen Videos gesehen. Und dann habe ich gedacht, jo, das könnte ja was für mich sein. Ne? Und aus dem Grund habe ich halt auch nicht als Bausatz gekauft oder sonst was, sondern als Fertiggerät, damit, wenn es nicht taucht, ich ihn auch wieder zurückschicken kann, ohne Probleme. Ne? Hätte ich als Bausatz gebaut, hätte ich ja vielleicht auch was falsch machen können, dass ich ja, einen Kurzschluss da reingelötet habe oder sonst was, das aus dem Grund nicht geht, ne? Wie das dann so ist. Meistens wollen die Händler dann ja auch nicht so einfach wieder das Ding umtauschen oder das Geld zurückgeben. Die waren ja froh, dass sie was verkauft haben und dann hast du mit denen einen Scherer rein. Ja, naja, gut, so. Ich werde auf jeden Fall mal mit dem Stromausfall, mit dem Stromlos mal probieren nächstes Jahr. Und dann mal gucken, ob überhaupt die Störungen von hier sind, weil ich nicht glaube. Ja. Und ansonsten muss ich halt damit leben oder gucken, dass ich irgendwie noch auf andere Art und Weise die Störung verringere. Irgendeiner hat ja auch noch geschrieben, eine Luftspule hier im Studio. Hatte ich ja gehabt, die war ja hier. Ja, ein anderer Funkamateur sagte mir, das ist Blödsinn, die muss an der Antenne sein. Jetzt habe ich die an der Antenne wieder getan. Aber ist ja egal, man kann ja noch eine zweite machen, ich muss mir nur wieder ein neues Koaxkabel holen. Und dann kann ich ja nochmal eine neue Luftspule machen. Und die dann noch hier innen drin reinmachen. Ja, gut, das soll es dann gewesen sein. Das zu den Störungen und so weiter. Ja, ich sage danke, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr die gleichen Probleme hattet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so gemacht habt. Also ich bin, wie gesagt, bis jetzt mit meinem Latein am Ende. Ja, ansonsten muss ich halt damit leben. Funk ja sowieso überwiegend nur mit Nahbereichstationen, die kommen da alle Male drüber. Ist natürlich schade, auch vor allen Dingen auf USB oder so. Wenn man dann Stationen hat, die einen hören, aber ich höre die nicht, weil die ja vom S-Wert nochmal unterm Müll liegen und der Müll schon alleine mit S7 hier steht. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.